Die dunkle Wahl über Domtendo. Domtendo, oder auch Dominik Neumeier, wurde am 12. Mai 1993 geboren. Den meisten durch seinen Nintendo-Content, aber auch für seine Rages bekannt. Rechnet man die 12 und die 5 zu 1993, erhält man 2010. In seiner Videobeschreibung sagt er, dass es seit 2012 Let's Plays gibt. Epische Abenteuer zwischen Skill und Fail. Skill und Fail, S und K, K und S. KS finden wir auf den Autokennzeichen von Kassel. Auf dem Kasseler Wappen finden wir insgesamt 13 Kleeblätter. Das 13. Video auf Domtendos Kanal trägt den Titel Hugo Schlüssel Nummer 1. Die Nummer 1 muss ein wichtiger Hinweis sein und wir sollten sie uns gut im Kopf behalten. Der Schlüssel trägt in der Emoji-ID-Liste eine ganz besondere Nummer, 1124. Auf den ersten Blick eine ganz gewöhnliche Zahl, aber nein, in ihr steckt mehr. Sie ist eine ganz besondere Zahl, denn 1 plus 1 sind 2. Die 4 lässt sich auch in 2 Zweien aufteilen. Wir haben also 2222. Oder anders gesagt, der 22.02.2. Verbinden wir nun die Nummer 1 mit dem 22.02.2002, stoßen wir auf die SpongeBob-Folge Drödel, welche erstmals an genau diesem Tag ausgespielt wurde. Die Trinkmütze mit der Nummer 1 spielt in der Folge eine wichtige Rolle. Domtendo sehen wir oft mit einer Mütze. Zufall? Ich denke nicht. Die Mütze muss also eine größere Rolle spielen. Auf der Mütze finden wir ein D, in deren Mitte ein Dreieck. Und wir wissen doch alle, was das zu bedeuten hat. Genau, es ist ein Hinweis auf das Vorfahrt-Gewehrenschild. Will uns Domtendo also vor etwas warnen? Doch vor was? Das Schild hat die Nummer 205. Suchen wir also nach Domtendo 205, wird uns ein Video über Zelda BOTW vorgeschlagen. Es trägt den Titel, das Irrschloss. Vorhin hatten wir den Schlüssel. Wir sind also auf der richtigen Spur. Auf dem Thumbnail sehen wir Simon Desiu. Dieser erstellte am 2.7.2009 seinen YouTube-Kanal. 2 und 7, 27. Wir hatten vorhin das Dreieck auf der Mütze. Ein Hinweis darauf, dass die Zahl im Dreieck, also die 205, nochmal wichtig sein muss. 2 mal 5 sind 10. Das Video selbst erschien am 15.7.2017. Wir haben ja schon einen Tag und einen Monat, also brauchen wir hier wohl nur noch das Jahr, die 2017. Wir haben also den 27.10.2017. An genau diesem Tag erschien Mario Odyssey. Die Mütze von Mario hat verblüffende Ähnlichkeiten mit der von Domtendo. Mario kann mit Cappy jeden Gegner übernehmen und dadurch seine Gedanken steuern. Und können wir uns nicht schon denken, warum Domtendo immer eine Mütze trägt? Natürlich wurde er von Nintendo übernommen. Seitdem folgt er deren Anweisungen und ist nicht mehr Herr über sich selbst. Die Idee zu Mario Odyssey kam also nur, da sie selbes mit Domtendo schon Jahre vorher gemacht haben.